So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Iroini und wieder mit Dragonfly. Hallo. Auf der Version 14W07A, um alles auch förmlich korrekt zu halten. So, dann gucken wir doch mal. So, hier sind wir. Dragon, komm gleich mal mit, ich habe ja ein bisschen weiter gebaut. Ja, ich habe schon gesehen. Ja, die beiden sind jetzt fertig und auch auf der Rückseite ist schon was entstanden. So, geh mal rein da. Will ich das wirklich? Boah! Da kommt man doch am besten sneakend über die Runden. Nö. Kannst du ruhig laufen. Passiert nichts. Glaub mir, ich hab dann das Glück, dass ich reinfall. Nee, nee, es sind keine. Das sind hier die Barriereblöcke. Ah. Aber so, auf den ersten Eindruck hat man erstmal Schiss. Ja, natürlich. Oh, ist das interessant. Kann man die inzwischen craften oder nur Krea-Modus? Nur Krea-Modus, weil sie auch unzerstörbar sind. Tatsache. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, und die kleine Gaststätte hat jetzt oben noch einen Anbau bekommen. Und die Bank ist fertig. Mehr habe ich dann nicht mehr gemacht. Ist ja auch der schon mehr als genug. Oh, sieht sehr schön aus. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Platz für Gäste. Ja. Und genug Aussicht auf den Kinderspielplatz. Ja, hier müssen auch noch irgendwie Häuser hin. Das bleibt nicht so. Viel zu viel Natur für eine Stadt. Ja, ja. Ja, geht langsam voran. So, dann wollen wir aber mal auch die Zeit nutzen und weiterbauen. Ja, ich will heute noch mein Hochhaus fertig bekommen. Ja, das sieht noch nach viel Arbeit aus. Ach, wie kommst du da nur drauf? Oh, es wirkt so. Ich werde mal ein bisschen Sand ran schaufeln, denn ich denke, Glas ist momentan so das. Ja, ich glaube, da werde ich auch etwas von brauchen. Ja, da hole ich mal eine Ladung. Eine kleine Wanderung. Übrigens hat Mojang das scheinbar immer noch nicht in den Griff bekommen, dass Tiere dort bleiben, wo man sie einsperrt. Wie? Ja, irgendwie ist auf meiner Farm, haben sich die Schafe jetzt bunt gemischt. Obwohl alle fest in ihren Zaungattern eingesperrt waren. Oh, ist das komisch. Naja, aber damit hatte Mojang schon immer Probleme. Ach, Mojang hatte schon immer Probleme. Ja, ja. Nicht überleg nur damit. Aber überleg mal ganz am Anfang, wie die Tiere da gebackt sind. Ja. Die sind ja aus zu den Häusern rausgekommen. Ich find's auch interessant, dass ja eigentlich mal hieß, sobald die fixe Vollversion kommt, gibt's keine Updates mehr, weil dann ist alles drin. Und das haben sie eigentlich nie gesagt. Ich war der Meinung, dass es schon die Aussage gab. Also im Twitter haben sie immer gesagt, auch wenn die Vollversion raus ist, wird Minecraft weiterentwickelt, solange Fans Interesse haben. Ah, okay. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass wir überlegen, über ein DLC-Modul zu gehen. Ja, das war, das wollen sie sich ja noch aufheben, wenn denen wirklich mal die finanziellen Mittel knapp werden. Aber momentan verkauft sich Minecraft noch so gut, dass sie das halt nicht nötig haben. Sie sind halt nicht irgendeine Aktiengesellschaft, wo es nur um Kommerz geht. Das ist auch gut so. Das ist so einer der Punkte, den Minecraft ausmacht. Jupp. Blizzard hat jetzt ja auch schon wieder einen Rückzieher gemacht. Zumindest wenn man der offiziellen Seite glauben darf. Von was? Auf der BlizzCon hieß es noch, jeder Spieler, der Warlords of Draenor kauft oder vorbestellt, bekommt einen gratis Level 90er Charakter. Jetzt heißt es nur noch,
Jeder, der Warlords of Draenor kauft, hat die Möglichkeit, sich einen Level 90er Charakter zu kaufen. Ah ja. Der Unterschied im Wortlaut ist gering, aber Macht einige Euros ja, aus. ich bin sowieso mal gespannt, wie teuer sie die Instant 90er machen. Bin auch gespannt auf den Preis vom Addon Das an sich. Addon wird wie immer kosten 45 bis 50 Euro die Collectors Edition, 35 Euro bis 39 Euro die Standard Edition. Das kann ich dir jetzt schon sagen, da werden sie nicht viel dran ändern. Das sind ja wenigstens bezahlbare Preise. Ja. Aber trotzdem, dass sie jetzt da zurückrudern und den Level 90er Charakter dann kostenpflichtig machen, beziehungsweise da so einen Dienst einbauen, dass du dir unendlich viele 90er Charaktere kaufen kannst. Ja, das hat mich schon gestört, als in der Richtung die ersten haben ja, ich habe zuerst gedacht, man bekommt halt einfach einen, was ich gesagt habe, okay, nettes Gimmick. Ja. Aber dass man sich die jetzt einfach so kaufen kann, bin ich jetzt auch nicht wirklich ein Fan davon. Vor allem die aus meiner Gilde, die wollen ja kaufen, die wollen. Also, der Markt dafür scheint da zu sein. Ja Die klar ist der Leute da. sind so faul geworden, dass sie nicht mehr leveln. Ich meine, den einen gratis 90er, den hätte ich genommen, aber mehr nicht. Nee. So wäre es auch bei mir gewesen. Vielleicht einfach um zu sagen, okay, man hat eine Klasse, die man jetzt nicht unbedingt wirklich lang spielen will auf Ja. 90. Vor allem, ich schätze wirklich damit, dass das um die 50 Euro kosten wird. Ja, da kann ich bezüglich Preise überhaupt nichts sagen, da fehlt mir noch die Erfahrung. Ich würde es mal schätzen. Also, ich sag mal, das Billigste, was ich mir vorstellen kann, das wäre 35 Euro. Und dann wirklich bis über 50 Euro aufwärts. Jetzt müssen wir immer noch günstiger als die China-Spieler bleiben. Ja. Ja, trotzdem 50 Euro dafür, dass jemand anders mein Spiel spielt? Ja. Ich würde eher sagen, der sollte mich bezahlen, dass er das spielen darf. Ja, ich meine, das ist schon irgendwie lächerlich, aber da sieht man, was aus der Spielgemeinde geworden ist. Ja. Die wollen gar nicht mehr spielen. Also am besten sollte Blizzard doch gleich einen Bot anbieten, der raiden geht, Items farmt, 100% Drop von Setteilen. Sachen herstellt, irgendwelche seltenen Mounts farmen geht, alle Erfolge holt und dann irgendwann, wenn der Spielstand fertig ist, kann der Spieler dann einmal einloggen und sagen, ich bin geil. Die meisten Leute verlernen es, worum es in einem Spiel wirklich geht. Einfach darum, Spaß zu haben beim Spielen. Deshalb spiele ich ja so gerne Minecraft, weil Minecraft so toll anforderungslos ist. Man kann einfach machen, was man will. Ja, aber das muss ich sagen, ist mir manchmal schon fast zu wenig, weil mir einfach dann für ständig Häuser bauen und so die Kreativität dann fehlt. Na gut. Aber dann kannst du ja immerhin noch rumwandern, Sachen erkunden, Ja. neue Rohstoffe sammeln, du kannst Farmen aufbauen. Du könntest dir zum Beispiel auch einen Computer bauen, aber bitte nicht bei mir auf dem Server. Ja, ich weiß schon, da kann man schon verdammt viel machen. Oh ja. Allerdings glaube ich, wäre mir das fast too much, sowas zu bauen. Ja, mir auch. Vor allem, wenn du dann irgendwo einen Leitungsfehler hast, der am Ende auffällt und dann scheiße, wo liegt der? Ja. Also zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist ein Leuchtturm einfach mal mit Redstone bauen. Den Leuchtturm mit Redstone, also komplett aus Redstone gebaut, oder? Nee, also mit einer Redstone-Schaltung dahinter, dass es halt auch so aussieht, als würde sich dann Licht drehen. Ah. Aber dadurch, dass man dort ein Minecart rumfährt und Pistons ausfahren und ausstrecken, einfahren und ausstrecken, ist es einfach nur verdammt laut in der Nähe. Na gut, ja. Naja, mit Kommandoblöcken könntest du es leiser machen. Wieder. Naja, du kannst doch mit Kommandoblöcken Blöcke setzen. Da Ach machst so, du ja. unter den jeweiligen Redstone-Lampen, lässt du dann den Block erzeugen und der nächste Nimmt einen wieder weg. nimmt den dann wieder weg und setzt den einen weiter. Und mir rennt gerade jede Menge Scheiße hinterher. Ah, hier ist es ruhig bei mir gerade.
Okay, ich nehme es zurück. An dieser Stelle möchte ich auch mal ganz herzliche Grüße an unser Partnerforum wonies.de aussenden. Ich wurde ja angeschrieben dort. So nach dem Motto, sag mal, bist du der Iruini von iruini.de mit dem Minecraft-LP? Also es gibt wirklich Leute auch außerhalb unserer Community, die meinen LP gucken. Das finde ich toll. Immer diese Schleichwerbungen. Ja. Man muss sich ja gut mit den Partnern halten, boah, ist hier. Was war das gerade? Hast du ein Glas kaputt gemacht oder ist hier eine Hexe? Ich habe ein Glas kaputt Ach gemacht. so. Ich kann dich auch weiter gerne in dem Glauben lassen, du hättest es mit einer Hexe zu tun. Okay. Puh! Was ein Dreck. So, ich hab fast das ganze Inventar mit Sand voll. Ja, Das ich wollte soll. gerade mein komplettes Inventar leer machen und erstmal komplett mit Cobblestone farmen. Cobblestone haben wir hier in den Kisten noch einiges drin. Okay. Das kannst du auch erstmal verbrauchen. Die Kisten sollten sowieso mal irgendwie ordentlicher sein. So. Hauptsache erstmal irgendwo alles reinpacken. Aufräumen kann man später noch. Und ich mache die Tür zu, damit auch keine Monster kommen. Ach ja, bitte lass die Kuchen hier unangetastet. Das sind Dekokuchen. Das dachte ich mir schon, deswegen habe ich sie auch Hier unangetastet soll gelassen. später irgendwann mal so eine Art Kucherei, wie heißt das nochmal, Konditorei reinkommen. Kucherei. Eine Kucherei. Klingt doch auch toll. Nee, ich wollte ja heute mal Nether bauen. Netherziegel. Das heißt, ich gehe jetzt in die Hölle. Spaß. Danke. Ein Inventar Nethersteine rausholen, damit wir dahinter das zweite Haus im Hintergrund mit Netherziegeln bauen können. Wobei ich glaube, ich werde mir von dem mal kurz das Höhlenportal zeigen lassen, weil dann hole ich mir ein bisschen Quarz. Nee, nee, Quatsch, Quatsch, hier gar nicht. Gibt einen schöneren Eingang. Scheiß auf den Friedhof, ich zeig dir lieber das andere Portal. Vorsicht! Okay. Folgt mir! So. Gott. Da ist eine Hexe. Kommt jetzt auch eine Fackel hin. Die hat immer noch keinen Sound. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie ganz schön still. Ja. Ist nicht gerade gesprächig. So, das Portal ist in meiner Burg. Du musst dir vorstellen, das war mal ganz am Anfang ein Berg. Und ich habe mich hier reingegraben und eigentlich so eine Untergrundfestung gehabt. Und da habe ich das Höllenportal aufgestellt. Ah, okay. Und dahinter mit Lava. Ja. Da finde ich ab und zu sogar mal Schnitzel. Es scheinen irgendwie Schweine in der Hölle zu spawnen und dann da reinzulaufen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Lass uns doch mal das bisschen Glowstone hier oben mitnehmen. Oder lass uns lieber irgendwo reinbuddeln. Ich habe schon wieder so ein Vieh gehört. Ja, ich auch. So, einfach mal irgendwo reinbuddeln. Man muss jetzt ja aufpassen, wo man buddelt. Wieso? Die haben jetzt ja ein Feld große Lava-Spots in den Wänden drin. Seit Oh. längerem. Ja, das überrascht einen immer im falschen Augenblick. Ah, hier habe ich jetzt wirklich Glück, also. Ah, Quatsch. Dann nimm du das Quarz, ich brauche nur das Netherstein. So. Ende. Lol. Abgrund gefunden oder wie? Nee, hier geht's raus. Oha. Ja, hier geht's auch raus bei mir. Man kann ja besser in der Hölle irgendwo im Untergrund buddeln als draußen, wo die Geister rumschwirren. Ätzende Viecher.